Pfeile und Bogen. Naja, ich hab ja Bogen und Pfeile. Ein bisschen Wind. Da sehe ich. Okay, das ist hier ein Okidoki. Renn umher und schieß die anderen ab. Wo sind sie alle? Die Richtung. Da gehen wir die abschießen. Wo sind sie denn alle? Ah, hier, kannst du Oregano sammeln. Nein, lass mich leben. Getötet, während er Oregano ist, aß. Äste. Oregano-Äste. Hast du Äste? Warte mal, ich muss immer den Bogen ziehen. Warum zieht er den nicht automatisch? Bevor du den Bogen gezogen hast, bist du tot. Irgendwie konnte ich dem nichts antun. Ja, irgendwie ist man da ziemlich chancenlos. Warum schießen die denn? Warum überhaupt schießen? Ich denke, es geht um Bogen. Ich glaub das alles nicht. Ich kann ja wohl so schlecht gar nicht sein.
Wieso dürft man? Ich denke, es geht um Bogen und nicht um Revolver. Das ist mir zu chaotisch. Das sind diese komischen Einladungen, ne? Ja, die sind nicht besonders gut. Also ich bin hier gerade in den Rollen drin, die man machen kann. Kopfgeldjäger, Kohlkundler. Also da muss man Steckbrieftafel eines Kopfgeldjäger-Lizenz kaufen. Okay. Kohlkundler. Die Tiere aufspüren, studieren und ihre gesammelten Proben und Materialien. Ja. Weiß nicht. Händler führen ihr eigenes Geschäft aus ihrem Lager heraus, verkaufen Waren und versorgen. Das ist vielleicht ganz interessant, um Geld zu kommen. Lies Krips Brief und triff dich mit ihm, um Händler zu werden. Sammler, Wertgegenstände, Naturschätze zusammengetragen, Sammlung können gegen eine Entlohnung verkauft werden. Das war's. Also, Kopfgeldjäger. Und Händler. Was ist Krips Brief? Den müsste ich doch dann in meiner Tasche haben. Krips Brief. Ein Brief von Krips. Dokumente, Briefe. Briefe. Brief von Krips. Brief von M. Lies mal vor. Ich muss sie dringend mit Ihnen über eine Geschäftsidee sprechen. So fängt Spam an. Diesmal ist eine gute Idee. Versprochen. So geht Spam weiter. Vergessen Sie meinen Vorschlag mit der Sattellatrine? Ganz beim Reiten kacken oder was? Falls ich Ihnen mal davon erzählt habe. Ja, nee, hast du nicht. Aber jetzt weiß ich, was du für eine Marke bist. Denn diesmal habe ich ein das große Los gezogen. Etwas sehr Lukratives und nach meinen Maßstäben sogar fast legales. Fast legal. Lass unsere gemeinsamen Stärken nutzt. Ich will jetzt nicht zu viel niederschreiben. Ich erkläre es Ihnen lieber, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Da kann ich Sie besser um Finger wickeln, manipulieren und bescheißen. Ich bin in der Stadt, ein paar Sachen zu besorgen. Können wir uns so bald wie möglich dort im Gemischtwarenladen treffen? In welcher Stadt denn? Bitte beeilen Sie sich. Glauben Sie mir diese Gelegenheit. Krebs. Welche Stadt denn? Umdrehen. Weglegen. Okay. Da. War nicht so weit weg. In Valentine. Die Entstehung eines Unternehmens. Was gibt's hier? Irgendwas hat da gebrrrt. Ne, essen sollst du Kolibri-Salbei nicht. Doch, das kann man essen. Das ist kein Problem. Oleander-Salbei will ich nicht essen. Man kann da alles essen hier. Eine wilde Möhre. Noch eine wilde Möhre. Yummy, 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 wilde Möhre. Ich weiß gar nicht, in welchem Rezept die drin kommt. Außer in. Nee, selbst in. Dings kommt, glaube ich, nicht drin. Pferdefutter kommt die nicht drin vor Ort. Was ist das? Ja.
Was bin ich froh, wenn die Festtage vorbei sind, weil ich nicht nur immer Schnee, Schnee, Schnee sehen muss. Gucke ich auf dem Bildschirm, ist Schnee. Gucke ich aus dem Fenster, ist Schnee. Schnee ist langweilig, ist alles nur weiß. Weiß ist nicht mal eine Farbe! Ackerminze? Tabak. Ah, ich glaube, ich muss wieder defensiv einstellen, oder? Ginseng. Soll ich das einmal essen? Ekelkraftwurz. Ich stelle mal kurz wieder hier defensive Spielweise, bevor mir wieder einer umhaut. Mehr fährt. Wieso ist da jetzt der Bogen? Da geht der Bogen nicht hin. Da geht das. Defensiv. Natürlich nicht hier gegenüber. Vielleicht kann ich ja dann irgendwie. Das wäre es natürlich. Meinen eigenen. Fleischverkaufsladen, da ist eine schöne Marge dabei. Aufbauen, dass ich so ein bisschen an Geld komme. Aber ich schätze mal, das wird kein Selbstläufer. Wir müssen dann ständig irgendwie die Waren selbst durch die Gegend karren. Gleich wieder rausmachen. Ziehen. Ferndings. In den Hals geschossen, so wie ich das mitgekriegt habe. Bleifuß. Ah, was haben wir hier? Leider nicht perfekt. Fläche lang, oder? Oder komme ich da nicht hoch oder was? Also. Au. Weggeduckt, oder? Ah, hier hast du mal Glück gehabt. Ja.
wondering when you'd be back. In or by? You ain't been through in a while. You still Crips? I'm sure you need a good meal after all the traveling you do. She claimed to be royalty, but had a head the size of a pumpkin. It must have been really something. You made it, huh? Follow me. Now, like I said in my letter, we are going into business. I've been breaking down animals since I was knee-high to a splinter. And I worked as a tanner up in Wisconsin back in the 60s. That's a very long story. So I've got three words for you. Crips Trading Company. Pristine pelts and animal parts for bulk sale. I know the market's there. All I need is a partner. So I'm thinking you source the materials. Skins, plumes, horns, and the like. I'll clean them and prep them. Then you go out and make the sale. Hell, we might even eat well out of this for once, too. Wouldn't that be nice? Why are you still here with us? Your provisions, Mr. Cripps. Oh, yeah, all right. Pack the rest on there, will you? Now, with any opportunity comes risk. The competitors, thieves, me losing interest in the whole idea. But if we combine our talents, we'll be unstoppable. Now, I will require an initial modest investment, of course. 15 gold, startup oder? Cost and such like. But you'll recoup that as fast as you can say, hey, Crips, you handsome genius. So how about it? Are you in? Oh, I forgot. Not much in the coffers right now, is there? No problem to pay me later. You know where to find me. Kaufe den Schlachttisch bei Wilderness Outfitter in deinem Lager, um die Rolle des Händlers zu überleben. Das heißt, ich muss zu meinem Lager und da den Schlachttisch. Okay. Lager nicht, haben wir hierher verlegen. Nee, er geht nicht dran. Ich nicht ein bisschen mit der Bahn fahren. Aber das war nicht die Herausforderung von heute, ne? Fährt er überhaupt hin? Ich will irgendwann abspringen.
Gott, er kommt doch bei meinem Lager vorbei. Da springe ich dann ab. War ich das? Ah. Die Linkskurve da. Aber ich schätze, er macht erstmal hier halt. Naja, fährt durch. Vielleicht geht's in den Tunnel. Komme ich am besten runter, oder? Wenn es dann soweit ist. Ich verstecke mich mal hier. Und abspringen muss ich dann, wenn ich auf der Karte sehe, dass dieses... Nachdem das Dreieck wieder zusammen... gekommen ist. Hier. Jetzt geht's weg. Schwarz fahren. Ich kann mal auf das Pferd springen. Cool. So falsch abgebogen. Oder? Nein, ist das schon noch weiter. Das ist schon mein Lager. Schön, dass du mich noch erinnerst. Was kostet denn der Schlachttisch?
me know what you need. 15. Nur kannst du das nicht leisten. War ja klar, das kostet irgendwie alles 15. Willst du damit anfangen oder willst du als Kopfgeldjäger anfangen? Alright, you know where to find me. Ich koch noch eine Runde. Was ich noch hab. Und hol mir noch die Munition aus dem Kasten. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier alles abholen soll? Dann füllt er alles auf. Ist doch toll. Gewehrmunition normal brauche ich schon wieder neu. Da habe ich nur 100 Schuss. Ah, vielleicht komme ich ja dann zu Express und brauche die gar nicht mehr. Alles perfekt voll, oder? Nicht so viel. Kann man eh noch viel mehr tragen. Das hat keine eine. Okay, der Tisch kostet also Geld. 15. Hey, wer hätte es gedacht? 15 Gold.